November 2019, Aufgabe 4. Okay, schlechte 19. Okay, also es wird schon wieder hier sehr, sehr schwierig, das Ganze formuliert mit Quadrocopter, Drohne und Testzwecke, Paket zu stellen, interessiert euch bei der ganzen Aufgabe nicht. Im Endeffekt geht es hier drauf an. Ihr habt zwei verschiedene Geschwindigkeitspfeile, einer zeigt nach unten, einer zeigt schräg nach oben und ihr sollt die einfach aneinander pappen. Ganz einfach. Und genau das machen wir jetzt. Also hier in der, das, die Informationen, die hier jetzt im Text stehen, sind eigentlich gerade mal nur, wir haben einen Pfeil, der zeigt von oben nach unten und der hat die 24 Meter pro Sekunde und dann haben wir den Schrägen, der hat die 20. Das bedeutet, ich mache jetzt einen Pfeil von oben nach unten, der ist tendenziell länger. Also wenn ihr es jetzt mitzeichnet, ihr könnt entweder ein sehr großes DIN A4-Papier nehmen, also das Ganze DIN A4-Papier und dann wirklich 20 Zentimeter einen Strich nach unten machen. Oder 24 sogar, 24, da braucht ihr fast das ganze Papier. Und daneben nochmal einen im 45-Grad-Winkel, der dann im Endeffekt ein bisschen kürzer ist als der, so wie bei mir jetzt. Und der zeigt dann so nach Nordwesten. Der hat die 20 Meter pro Sekunde oder die 20, wir brauchen jetzt ja gar nicht mit Einheiten machen, das können wir am Ende ergänzen. Und der hat 24. Und jetzt geht es bei der A, das ganze Ding maßstäblich zu lösen. Hierfür könnt ihr jetzt starten, wie ihr möcht. Also ich mache es bei mir nochmal so hin, dass ich die jetzt einfach mal hier so stehen lasse. Ihr könnt es auch einfach an euren ersten gezeichneten Pfeil dann ranpappen. Das bedeutet, ich nehme jetzt nochmal den Pfeil, ziehen wir das jetzt hier hin. Und den hier und setzt den da unten hin. Vom Verständnis, das ist euer Startpunkt. Das war ja hier auch der Start. Also das ist der Start von einer Drohne, Martin. Und die will jetzt eben hier von Norden nach Süden. Aber der Wind pusht sie jetzt eben nach links oben. Und das bedeutet, du musst jetzt den Pfeil, der das jetzt, der Wind drüber weht, den musst du jetzt an das Ende von der Drohne mit hin zeichnen. Und dann hast du das so. Und jetzt musst du deinen ursprünglichen Startpunkt zu deinem neuen Zielpunkt verbinden und hättest damit die Aufgabe A gelöst. Die wollen bei der A bestimmt die Zeichneres, maßstäblich die resultierende Geschwindigkeit der Drohne. Und jetzt gäbe es eben noch, wenn ihr das jetzt auch so zeichnet, dann müsst ihr eben gucken, dass er, also der Strich sollte kein Problem sein. Hier müsst ihr im Geodreieck halt mal gucken, das sind 45-Grad-Winkel hinlegen und einzeichnen und dann verbinden. Und jetzt müsst ihr hier halt mit dem Geodreieck rausmessen oder mit dem größeren Lineal, wie lang diese Strecke hier ist. Wenn ihr schon gerade nebenbei parallel gezeichnet habt, könntest du mal rauslesen, was rauskommt. Ossi, bist du gerade schon soweit? Nee, ich brauche ein neues Blatt. Ja, denke ich. Also das ist so ein bisschen, also man könnte auch den Maßstab kleiner wählen, aber da muss man immer mit Faktor 2 umrechnen. Aber das könnt ihr nochmal gut als Übung machen, aber ich würde euch mal sagen, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das schon echt 20 Mal gerechnet, aber ich habe es wieder ein bisschen vergessen. Also ich glaube, so ungefähr 17 kamen hier raus. Aber könnt ihr nachher mit der Lösung gegenchecken. Aber das ist jetzt die Aufgabe A, also das Grundgerüst.
Und bei der B sollte es jetzt rechnerisch bestimmen. Und beim rechnerischen Bestimmen gebe ich euch jetzt nochmal wahrscheinlich den springenden Punkt. Um das jetzt rechnerisch zu lösen, braucht ihr trigonometrische Funktionen, also Sinus, Cosinus, Tangens. Und ihr braucht ein rechtwinkliges Dreieck. Das heißt, das hier einzuzeichnen ist unbedingt notwendig. Ihr braucht diese Hilfslinie hier. Und ihr braucht da und da einen rechten Winkel. Dann ist es so, wir zeichnen jetzt hier die 20 ein. Die 17 da oben waren geraten, also das war aus dem grafisch ablesen. Die wollen wir jetzt berechnen. Und wir haben die 24, das Orangene. Und weil ich jetzt ein bisschen schneller gemacht habe, können wir jetzt in den letzten 7 Minuten noch kurz das Ding auch rechnerisch bestimmen. Hast du eine Idee, Martin, wie wir da jetzt vorgehen können? Cosinus Alpha ist Ankathete durch Hypotenuse und dann umstellen auf die Ankathete, oder? Genau, bist du gerade im unteren Dreieck? Ja. Genau, gut. Ich schieb's mal so ein bisschen hin, dann habe ich mehr Platz für den Rechenweg. Du hast Cosinus gesagt, ne? Ja. Cosinus Alpha ist. Wie nochmal? Ankathete durch Hypotenuse. Warte, dann tue ich es mal kurz machen. Welches wäre deine Hypotenuse? Welche Farbe? Ja, die 20. Genau, das wäre die Hypotenuse, die 20. Und deine Ankathete wäre? Der gerade Strich nach oben vom 45-Grad-Winkel aus. Genau, der jetzt auch orange ist, aber du willst natürlich nur von hier nach hier, ne? Genau. Genau. Also grün. Und den würdest du gerne ausrechnen wollen, ne? Ja. Genau, dann stellen wir mal auf Ankathete um. Das ist Cosinus Alpha mal Hypotenuse. Top. Hypotenuse ist Cosinus Alpha. Und dann setzen wir die 20 ein, machen Cosinus von den 45 Grad. 14,14. Okay. Dominik, passt das für dich? Am Mitschreiben und Rechnen. Okay, ja, ist ein bisschen schnell gerade. Der Martin geht da jetzt richtig ab. Also das, ja, war zügig. Ossi, wie ist es bei dir? Ja, jetzt nachdem es vorgemacht wurde, ist es ja eigentlich simpel, Ja, es ist. dass man überhaupt darauf kommt. Das ist. Ja, genau. Also ich kann ja auch hier nochmal hinmachen, dass die vier, dass die dieses Orange, das Grüne, die Ankathete war. Genau. Bekim, passt du dich auch? Ja, passt. Willst du gerade weitermachen, was wir jetzt danach berechnen können? Also wir wollen nachher zu diesem Grünen da hoch. Ja. Und jetzt haben wir die 14,14 hier. Aber für was brauchen wir jetzt das Grüne unbedingt? Das ist das Einzige, was du berechnen kannst. Also das Dunkelgrüne. Ja. Weil ich kann doch jetzt auf die Gegenkathete gehen und über die Gegenkathete könnte ich doch über einen Winkel. Nee, geht nicht. Welche Farbe? Wenn ich jetzt die blaue ausrechne, Ja. dann könnte ich doch prinzipiell über einen Winkel dann wieder die Gegenkathete ausrechnen, dass ich die restliche gerade Strecke zum Startpunkt habe, oder nicht? Sehr gut, genau so wollen wir es machen. Wir wollen diese rechtliche Strecke da in diesem Pink, was ich jetzt hier einsehe, die wollen wir haben. Die Genau, brauchen aber. wir, um dann letztlich auf das Grüne, Dunkelgrüne zu kommen. Ja, ich würde jetzt halt von den 24 Meter pro Sekunde die 14,14 abziehen. Genau, da kommt dann raus 9, Komma. Moment, ja. 24 minus. 9,86. Ja. Dann hätte ich ja die Gegenkathete. Dann habe ich ja das Maß noch, das Blaue. Das Blaue brauchen wir noch. Ja, das war das Moment. Da hat Wenn wir das man Blaue die noch 17. rauskriegen.
Wenn wir das Blaue noch rauskriegen, dann können wir das Grüne ausrechnen. Hier. Da hatten wir doch vorher gemessen die 17, oder? Nee, aber das Gemessene darf man nicht mit dem Rechnerischen zusammenbringen. Okay. Also Da wir müssen wollen wir. das Grüne, was wir jetzt gemessen haben, das wollen wir nun auch rechnerisch bestimmen. Dann müssen wir das Blaue ja erst ausrechnen. Ja, würdest du das Blaue ausrechnen? Dann würde ich Hypotenuse und Ankathete. Dann brauche ich die Gegenkathete. Hypotenuse, Ankathete haben wir schon gemacht. Du brauchst, das ist die Gegenkathete hier. Ja, genau, die brauche ich. Das wäre dann. Moment, müsste ich so mal einen Sinus nehmen? Ja, Sinus Alpha ist. GK durch Hypotenuse. Genau, da können wir auf die Gegenkathete umstellen. Genau. Dann wäre das Hypotenuse mal Sinus Alpha. Alpha. Und was setzt sich denn ein? Ich setze mal ein, die 20 wäre die Hypotenuse. Ja. Und der Sinus Alpha war 45 Grad. 45 Grad, genau. Komma Genau, es ist auch ein gleich winkliges Dreieck, nämlich du hast hier 45 Grad und du hast da 90 Grad, das heißt, du hast hier auch 45 Grad. Und wenn die Winkel gleich sind, dann müssten auch die beiden Schenkel hier gleich sein. Gleichschenkliges. Genau. Und dann verrate ich vielleicht das Letzte noch. Wenn du jetzt eben das hier hast und das hier hast, dann kannst du einfach über Satz des Pythagoras das Grüne ausrechnen. Nämlich dann hast du a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat. Das a Quadrat ist das hier, das b ist das hier. Also a und b könntest du auch beliebig tauschen, du könntest auch das b nennen und das a. 14,14 zum Quadrat plus 9,86 zum Quadrat. Muss ich das über den Satz des Pythagoras machen? Nee, musst du nicht. Du kannst Ja. auch. Ah, doch, doch, du müsstest, weil du hier die Winkel nicht weißt. Du weißt den Winkel nicht und den Winkel noch nicht. Das heißt, also hier würde sich Satz des Pythagoras am ehesten anbieten. Und wenn du dann die Wurzel von dem Ganzen ziehst. Dann kriegst du es raus. Dominik, wenn du ein Ergebnis hast, darfst du es mir sagen. 17,24. Dann habe ich es mir doch relativ gut noch merken können, wie groß die Strecke war. Genau. Und wenn ihr jetzt das eben auch rauskriegt, also erstmal über eine zeichnerische Lösung und jetzt über den Rechenweg, wenn ihr da bei beiden bei 17 liegt, dann habt ihr die Aufgabe sehr, sehr gut rausbekommen. Und bei der Aufgabe C müsst ihr noch den Winkel um die Drohne ausgehend bezogen der Nord-Süd-Achse. Das bedeutet, ihr müsst jetzt eigentlich nur noch zusätzlich den Winkel Alpha hier bestimmen. Und den Alpha, den bestimmen wir über Tangens im besten Fall. Tangens ist Gegenkathete durch Ankathete. Müsst dann noch einmal Tangens hoch minus 1 machen. Und dann wären es da die 9,86. Also in dem Ding wäre jetzt, ja, auch das, die nehmen, nicht die 9,86. Also wären die Gegenkathete diese 14 und die Ankathete diese 9,86. Das wäre die Alternative gewesen, Beke. Wenn du das davor gerechnet hättest, hättest du einen Winkel und hättest du auch Pythagoras umgehen können. Okay. Aber der normale Lösungsweg ist, da
Ja, über Pythagoras zu rechnen. Und dann kommen da jetzt 55 Grad raus. Mit Nachkommastellen 55,11. Okay, jetzt habe ich die ein bisschen im Schnelldurchlauf gemacht, aber sonst haben wir nachher keine Pause mehr für die, die danach noch bei mir um 10:30 Uhr sind und ich auch nicht. Aber ich glaube, passt die Aufgabe soweit für euch? Ja.